Hallihallo, meine lieben Leseritter. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt sehen könnt. Ich habe meine Kamera einfach in meiner Hand, weil ich dachte mir, ich mache mal die Sache mit dem Wunschzettel, weil ihr wolltet wissen, welche Bücher bei mir auf dem Wunschzettel ganz weit oben stehen. Und ich habe mir so gedacht, für eine Top 10 sind es zu viel. Dann hatte ich eine Top 15. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich mache das ganz anders, nämlich ich switche jetzt gleich auf meinen PC um und dann gucken wir uns mal meine kompletten Wunschliste an, die ich bei Amazon verzeichnet habe. Und ich würde sagen, wir switchen und sehen uns gleich hinter dem Bildschirm wieder. So, da bin ich wieder aus einer anderen Perspektive. Ich hoffe, der Ton und so ist in Ordnung. Ich hoffe, das Bild auch. Ich bin jetzt in meiner Riesenliste drinne von Büchern, die ich auf meinen Wunschzettel geknallt habe. Und wie ihr hier an der Seite sehen könnt, habe ich die mehr oder weniger nach Autoren sortiert. Von A bis W momentan. Und ja, manchmal verliere ich den Überblick, aber im Großen und Ganzen weiß ich trotzdem noch, was ich drauf habe. Aus Spaß habe ich auch manchmal das Bedürfnis, die immer mal wieder durchzugucken. Aber ich würde sagen, wir fangen oben an. Das sind die Bücher, die jetzt entweder einzeln erscheinen oder wo noch keine Fortsetzung besteht oder die ich noch nicht so richtig einordnen kann. Und die ältesten sind unten und die neuesten sind oben. Ich weiß nicht, ob das bei Amazon immer so ist. Mittlerweile kann man die ja auch hin und her schieben. Genau, das ist die allgemeine Liste sozusagen. Da sind Bücher drauf, die ich irgendwo mal gesehen habe oder die mir empfohlen wurden oder die ich auch in den Neuerscheinungen vorgestellt habe und die ich dann einfach hier drauf schmeiße. Ich werde jetzt nicht zu jedem was sagen, sondern ich werde mir jetzt einzelne rauspicken und ja, die sozusagen bei mir ganz weit oben stehen. Das ist zum Beispiel das hier. Das Vermächtnis der Grimms. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Das steht schon ziemlich lange bei mir auf der Wunschliste, obwohl es ja eigentlich am 31. Oktober letzten Jahres erst erschienen ist. Trotzdem bin ich da alleine das Cover ist schon sehr geil. Es spricht mich total an. Und hier geht es anscheinend um Christine Collins und sie steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Ja, ihr Bruder Brayden holt sie in seine Special Task Force, die Jagd auf den sogenannten Grimm macht. Ein wolfsartiges Wesen, das durch die Märchen der Brüder Grimm in die Welt der Menschen dringt und jeden mit Wahnvorstellungen verflucht, der über ihn liest. Okay, ich hatte den Text ein bisschen anders in Erinnerung, aber es hört sich genauso geil an, wie es hoffentlich auch werden wird. Und ich hoffe nur, dass der Wolf als solches hier nicht ganz so verteufelt wird, weil eigentlich sind es ja ganz nette und liebe Tiere. Genau, was haben wir denn hier noch so? Ja, hier sind auch so ein paar Self-Publisher drauf. Ja, eigentlich, ja, hier sind die letzten Neuerscheinungen, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Die jetzt aber für mich erstmal nicht so eine ganz hohe Priorität haben. Dann wird die Liste natürlich angeführt von Joe Abercrombie. Und hier habe ich noch die Königsjäger-Reihe drauf oder Königsromane, wie auch immer man die Reihe betiteln möchte. Die sind auch schon ziemlich lange bei mir drauf. René Adi hat gerade nichts, ebenso wenig wie Lieber Dogo, da habe ich nämlich alles bei mir zu Hause schon. Dann haben wir Barker RJ, den hatte ich euch auch letztens erst vorgestellt, das ist diese Assassinenreihe. Ich weiß nicht, ob der mit dem zweiten dann schon abgeschlossen ist. Barnes Mark, den habe ich die zweiten und dritten Teil von Der Kampf der großen Häuser-Reihe habe ich hier noch drauf, weil den ersten habe ich nämlich schon bei mir. Der liegt aber noch ewig wahrscheinlich und 3 Tage in einer meiner Kartons rum. Aber ich habe die Reihe nicht vergessen. So, dann haben wir hier Black Butler, da ist momentan bloß Band 26 drauf.
weil ich eh noch eine Weile brauche, ehe ich die durchhabe. Dann haben wir ein Buch von Jim Butcher, wobei ich mir gerade so auch gedacht habe, als ich das Video so ein bisschen vorbereitet habe oder als mir die Idee gerade kam, habe ich mir so gedacht, ich weiß nicht, ob ich noch mal was von ihm lese, weil mir die Codex Alera-Reihe ja nicht so wirklich gefallen hat. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Buch. Es ist offenbar bis jetzt auch ein Einzelband und ja, es ist natürlich auch eine ganz andere Handlung. Vielleicht sollte man dem einfach eine zweite Chance geben. Wenn das von euch schon jemand gelesen hat, könnt ihr ja mal schreiben, ob das Ähnlichkeiten zu Codex Alera hat oder ob das was ganz anderes ist. So, dann haben wir Miles Cameron, ist hier die Rote Kriegerreihe. Habe ich auch schon ewig drauf. Wie gesagt, ich habe die Liste, also die ganzen Listen hier, ich habe gerade mit dem Finger drauf gezeigt, das könnt ihr natürlich nicht sehen. Ich muss die Maus benutzen, Julia, du musst die Maus benutzen. Die ganzen Listen habe ich so im Laufe der letzten Jahre, ich glaube so 2015 habe ich angefangen. Da wurde ich so langsam wieder buchsüchtig und da habe ich angefangen, die ganzen Listen Stück für Stück zu erstellen und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir hier noch Band 2 und 3 von Elsbeth Cooper von Die Lieder der Erde. Da habe ich den ersten Band auch schon bei mir, liegt auch in irgendeiner Kiste rum. Dann haben wir Robert Corvus. Da habe ich bis jetzt nur ein Buch von ihm gelesen und zwar war das, wie hieß denn das? Irgendwas mit einem Drachen vorne drauf. Und da habe ich bis jetzt auch kein weiteres von gelesen. Bin aber natürlich trotzdem neugierig auf seine anderen. Hier haben wir jetzt die Schwertfeuersaga, denn so ein Zwischenbuch oder Band, weiß ich nicht mehr genau, und Berg der Macht. Der ist ja jetzt vor kurzem erst erschienen. So, dann haben wir Seth Dickinson, der hat keins drauf. Da habe ich eins Buch von dem, ich glaube, wie hieß denn das? Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall habe ich das auch in der Kiste und der hat bis jetzt kein anderes. So, dann habe ich hier Julia Dippel. Da wurde ich angefixt durch die liebe. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Der Kanal heißt A Court of Wanting Books und den habe ich vor ein paar Tagen jetzt erst entdeckt. Weil die Ramona vom Kanal Litera hat bin ich bescheuert, hat Kanalempfehlungen, ein Video über Kanalempfehlungen gemacht. Jetzt habe ich den Satz. Und da war sie auch mit dabei und unter anderem auch ich übrigens. Vielen Dank nochmal dafür. Und da hat sie so von der, also nicht Ramona jetzt, sondern A Court of Wanting Books, ich glaube, sie heißt auch Sarah, ich bin mir nicht sicher, hat so von der Reihe geschwärmt. Und ja, ich weiß, es sind Jugend-Fantasy-Bücher und ja, ich weiß, es wird wahrscheinlich in einer Liebesgeschichte enden. Aber sie ist so begeistert davon und da habe ich mir gesagt, ach komm, gucken kostet nichts, habe ich mir erstmal draufgeschmissen. Dann habe ich Dostojewski und Amazon hat gerade keine Lust, doch jetzt so. Hier sind so die ganzen Klassiker in der Reihenfolge drauf, in der sie geschrieben wurden. Ich habe heute Wortfindungsstörung. Der Idiot und Schuld und Sühne habe ich schon bei mir. Aber da warte ich noch eine Weile, weil ich fange erstmal mit den kleinen Werken an. So, dann habe ich hier Tonke Drakt. Die Gulliver-Saga. Da habe ich den ersten in der ganz alten Auflage ja auch bei mir. Den habe ich, glaube ich, damals bei Rebuy oder Medimops gekauft. Und der sieht von der Aufmachung her super geil aus. Das hier sind jetzt die neuen Ausgaben. Ich würde aber versuchen, die alten noch zu bekommen. Dann habe ich hier eine blöde Einkaufsliste, die mir immer wieder von Amazon generiert wird, die ich aber eigentlich nicht möchte. So, dann haben wir hier Raymond Feist. Alle möglichen Saga. Bücher von ihm. Den ersten Teil von der Mit Kenia-Sage habe ich mal in einem Wichtelpaket geschenkt bekommen. Und ich muss gestehen, er liegt bis heute ungelesen bei mir rum. Auch in einer von den Büchern, in den Kisten. Ja.
Weißt du, wenn ich ein Buch am Tag schaffen würde, dann könnte ich mir das vielleicht mal vornehmen, aber man muss sich ja immer irgendwie entscheiden. Der nächste in der Liste wäre dann Sam Feuerbach mit der Krosan-Saga. Da hab ich noch nichts von ihm gelesen. Und hier oben die relativ neue Reihe von Der Totengräbersohn. Dann haben wir John Flanagan. Das ist diese Araluen-Reihe. Die hat mittlerweile, glaube ich, 12 Bände. Der erste ist auch bei mir. Ist dieselbe Geschichte wie bei den anderen. Und eigentlich sind die Bücher ja gar nicht mal so dick, ne? Ich müsste da echt mal reinlesen, ob das was für mich ist. Weil manchmal stellt sich auch heraus, dass ich das gar nicht so gerne mag. Und dann kann ich nämlich die gesamte Wunschliste löschen. Und ich habe wieder ein bisschen mehr aussortiert. So, dann haben wir John Gwynn. Der ist noch nicht so lange bei mir drauf. Und zwar haben wir hier die Getreuen und Gefallenen Reihe und Blut und Knochen. Das ist jetzt der neueste. Den habe ich euch ja erst vorgestellt. Dann haben wir David Hare. Das ist, das ist die Brücke der Gezeiten. Das habe ich, oh mein Gott, ich sehe gerade, da habe ich den ersten Band auch schon bei mir liegen. Und auch noch nicht gelesen. Schande über mein Haupt. Das sind jetzt 8 Bände und ich glaube, der 8. ist auch der Abschlussband. Dann haben wir Michael Hammond oder Michael Hammond, je nachdem. Das ist diese Dämonenkriege-Reihe. Die ist noch nicht so alt. Ich glaube, das ist erst seit letztem Jahr erschienen. Dann haben wir Christoph Hardebusch. Das ist bloß ein Buch und zwar Schattenkaiser. Und der Preis wurde gesenkt. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil wir eine Buchpreisbindung haben. Wir können mal reingucken, um was es in Schattenkaiser geht. Oder der Verlag hat den Preis gesenkt, weil er nichts loskriegt. Von was ist denn das? Von Piper. Jahrhundertelang ist das Imperium der Menschen gewachsen und seine mächtigen Kaiser haben mit ihren Truppen alle umliegenden Länder unter Kontrolle gebracht. Doch an den Grenzen brodelt es und immer häufiger kommt es zu Überfällen. Bei einem blutigen Angriff auf ihr Dorf kommt die junge Ariadne nur knapp mit dem Leben davon, als sie überraschend Hilfe von dem geheimnisvollen Wanderer Darius erhält. Aber ihre Verfolger lassen sich nicht abschütteln und Darius beginnt zu ahnen, dass Ariadne das eigentliche Ziel des Überfalls war. Währenddessen wird Valeria, die Oberbefehlshaberin des imperialen Heeres, in die Hauptstadt beordert. Der neue junge Imperator will Valeria in die weit von der Grenze entfernte abtrünnige Provinz Heliopolis entsenden. Allerdings ahnt niemand, dass dies ein fataler Fehler ist, der das Schicksal der Menschen zu besiegeln droht. Kann ich jetzt nicht so wirklich ein Fazit draus ziehen, ehrlich gesagt. Naja, mal gucken. Bleibt auf jeden Fall erstmal drauf. So, dann haben wir natürlich Markus Heitz. Da habe ich den zweiten Band von der Pakt der Dunkelheit-Reihe noch drauf. Den ersten habe ich ja schon gekauft auf der Buchmesse. Und ich habe letztens entdeckt, am 1. Oktober erscheint Der Tannenbaum des Todes, mehr als 24 schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten und von Markus Heitz. Und ich finde, das könnten mal Weihnachtsgeschichten sein, die auch mich ansprechen. Ich bin nämlich sonst überhaupt nicht der Fan von Weihnachtsgeschichten, aber das hört sich echt cool an. So, dann haben wir direkt darunter den anderen Meister, nämlich Bernhard Hennen, obwohl ich von Bernhard Hennen noch nicht so viel gelesen habe, nämlich von Markus Heitz. Jetzt habe ich den Faden verloren, habe ich so gut wie alles schon im Schrank und ich muss euch mal was zeigen. Ich habe nämlich gesehen, dass von der Ulnat-Reihe ein neuer Schuber demnächst erscheint. Na, was heißt demnächst? Im November oder so? Mann, zeigt mir den doch mal an. Schuber. Okay. Ich habe es letztens gesehen. Da! Am 4. November kommt die komplette Reihe, nämlich die Dunkelzeit und Zeit der Neuen, in einer neuen Ausgabe raus.
Und die sieht so geil aus. Ich glaube, die werde ich mir definitiv in den Schrank stellen, auch wenn die alte trotzdem schön ist. Aber ich glaube, da kann ich nicht widerstehen. Ich wollte euch übrigens auch noch eine reine Rezension zu Uldart machen, aber das werde ich wahrscheinlich erst machen, wenn ich die Zeit des Neuen auch gelesen habe. So, machen wir weiter mit Bernhard Hennen. Da sind alle möglichen Elfenbücher drauf, die ich noch nicht habe. Hier die Elfenritter, denn die Drachenelfen. Denn ist zwischendurch immer mal wieder die Phileason-Saga und jetzt die Chroniken von Assur. Den ersten Teil habe ich ja auch schon bei mir. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank, wenn ich hier so hin und her scrolle. Das ist noch ziemlich vollgepackt hier. So, dann haben wir eine Liste mit historischen Romanen. Da habe ich mir jetzt draufgepackt Der Medikus, Die Päpstin, Das Lavendelzimmer. Die sind erst vor kurzem draufgekommen. Dann habe ich hier eine Reihe Die Hüter. Von Jasmin Jülicher bin ich mal irgendwo drauf gestoßen, denn Civil Avery, da hatte die Sarah von Sarah Story so von geschwärmt. Und dann noch diverse andere Sachen, die ich irgendwann mal interessant fand. Hier zum Beispiel Das Salz der Erde, soll ja auch recht gut sein. Von, wie heißt er denn jetzt, hier, der die Säulen der Erde geschrieben hat. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ken Follett. Mit dem bin ich ja nicht so richtig warm geworden, darum habe ich mir hier mal ein paar Alternativen draufgesetzt. So, dann haben wir Robin Hobb. Die hat ja auch noch ganz viel. Ihre Reihen wurden ja neu aufgelegt und ja, die fehlen mir dann alle noch. Ne? Ich habe bis jetzt nur den ersten Band von Die Chronik der Weitseher und den habe ich auch schon gelesen bzw. gehört. Aber da ist nicht wirklich viel hängen geblieben, darum möchte ich den eigentlich ganz gerne nochmal lesen. Und wenn es mir dann gefällt, werde ich den Rest auch hinterher schieben. So, dann haben wir Mitchell Hogan. Keine Ahnung, was ist das? Ah ja, die Sorcery Ascendant Sequence-Reihe. Die ist auch noch nicht so alt. Ich habe aber keine Ahnung, um was es da geht. Es muss mir aber gefallen haben. So, dann haben wir Peter Hohmann. Der ist ein Self-Publisher gewesen, hat aber, glaube ich, mittlerweile auch Verträge mit Verlagen. Und da habe ich ja damals bei Lovely Books das erste Buch sogar, was ich gewonnen hatte, bei einer Leserunde. Und das war Feiwind. Und das hat mir so gut gefallen. Und darum habe ich mir den Rest seiner Bände auch hier drauf geklatscht. So, dann haben wir John Hollins. Wer ist das? Ach, das mit den Dragon Lords. Ja, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Das könnte auch nicht das sein, was ich mir denke. Aber die liebe Claudia von Claudia Soilu, ich weiß gar nicht, ob sie noch Videos macht, die hat schon lange nichts mehr gemacht. Die hat die Reihe nämlich gelesen und fand den ersten Band gut. Den zweiten Band allerdings nicht mehr. Muss ich mal gucken. So, dann haben wir Yu Honish. Das ist diese Geheimnisse der Klingenwelt. Das hat, glaube ich, auch was mit Assassinen zu tun. Ich bin mir nicht mehr sicher. Weiß ich nicht, ob die Reihe schon abgeschlossen ist. Steht jetzt nicht ganz so weit oben. So, dann haben wir Christopher B. Husberg. Ach ja, das ist diese... Frostflamme, genau. Frostflamme war ganz, ganz lange, ewig auf meiner Wunschliste und es ist der zweite Teil angekündigt, nämlich Feuerstunde. Und wenn ich mich nicht irre, müsste ich euch den auch mal vorgestellt haben. Irgendwo. Ich weiß gar nicht, hier steht auch kein Erscheinungsdatum. Wird wahrscheinlich noch ewig dauern. So, dann haben wir James Islington. Wer ist denn das? Okay, das Erbe der Seher und das Echo der Zukunft. Also ihr seht, manchmal weiß ich selber nicht so richtig, was ich hier drauf habe. Kann ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Wird aber mich angesprochen haben. So, dann haben wir Robert Jackson Bennett. Ah, diese komische... Ja, die göttlichen Städte. Da habe ich den ersten Band auch bei mir. Und der steht eigentlich in dem Regal, wo ich meine Bücher hinstelle, die ich demnächst lesen möchte. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft.
Darum sind die beiden noch hier drauf. So, S.J. Jones wäre, ach, Wintersong, ja. Das war eigentlich mal auf der allgemeinen Liste. Hab dann aber gesehen, dass das Band 1 ist und hab dann eine eigene Liste dafür erstellt. Bei dem Buch bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, das könnte Richtung Märchen, Liebesgeschichte gehen. Hat sich aber trotzdem ganz gut angehört. So, dann haben wir Eric Kellen. Und zwar hat er diese Nimmerherz-Reihe geschrieben. Und die steht ja auch ganz weit auf meiner Want-to-Read-Liste. Hier geht es nämlich um die, ja, um das sogenannte Nimmerherz. Ich lese einfach mal vor. Sie nahmen ihm alles und schufen eine Legende. Ribana Tavurin ist ein wahrer Wildfang und eine Prinzessin des mächtigsten Königreichs Quell. Asha dagegen ist ein Nordmann, Thronerbe des Hauses Grimhorn mit noch ungeahnten Fähigkeiten. Doch das Schicksal schert sich nicht um Namen oder Titel. Als diese beiden Welten aufeinanderprallen und ein Orakel düsterer Zeiten ankündigt, beginnt ein Abenteuer, das selbst die Götter ins Wanken bringt. Und diese Cover, ja, die sind ja mal so, okay, ich kann es nicht größer machen, aber die sind ja mal so unglaublich schön. Und die Steffi von Steffi von Lady of the Books, die liebt diese Reihe auch. Und ach, ich möchte sie eigentlich auch unbedingt lesen, aber Die Zeit. So many books, so little time. So, Laura Kneidel habe ich mir hier jetzt seit ein paar Tagen, eine Woche oder so, ist die erst hier drauf, weil die Ruth von Zwischen tausend Zeilen hat so von dem ersten Band geschwärmt und eigentlich steht der momentan ganz oben auf meiner Liste. Aber dieselbe Gründe wie überall. Ich warte noch ein Weilchen. So, dann haben wir Krimis. Da sind nicht viel drauf, weil ich habe letztens mal aussortiert. Und zwar habe ich noch hier Es klingelte an der Tür. Das ist so ein humorvoller Krimi. Dann das Buch Der Spiegel. Habe ich auch schon ewig drauf. Habe ich auch bei Audible als Hörbuch drauf. Weil es nicht so besonders lang ist. Dann habe ich Der Schatten von Edinburgh. Das ist ja so, sieht so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig aus. Und dann habe ich hier vor kurzem erst draufgeschmissen, Die Toten von Vindobona, ein Kriminalroman aus dem römischen Wien. Das hat sich auch total spannend angehört. So, dann haben wir Gunnar Kunz, den habe ich noch nicht so lange drauf, ist glaube ich eher so eine Self-Publisher. Und ja, kann ich jetzt gar nicht so genau zu sagen, habe ich mir einfach mal interessehalber hier drauf geklatscht. Todd Lockwood. Was macht der dann? Ach, das war der mit dem Sommerdrachen, genau. Ja, der ist, glaube ich, auch letztes Jahr erschienen. Bin ich auch noch nicht zugekommen, mir das genauer anzugucken. Hab aber bis jetzt nur Positives gehört. So, dann haben wir Levi N. Lewis. Das sind Bücher, die habe ich schon ganz lange, besonders den ersten Band, auf meiner Wunschliste, und zwar sind das die Chroniken der Cardock, und die gucken wir uns auch mal genauer an. Sehen nämlich extrem geil aus. Ja, nein, danke, möchte ich jetzt nicht. So. Oh, das ist ein langer Text. Gucken wir mal. Er glaubt, er habe nichts zu verlieren und er ist bereit, alles zu riskieren. Ether spricht nur selten über seine Vergangenheit, denn er erinnert sich kaum an etwas und das Wenige, an das er sich erinnert, ist nicht sehr erfreulich. Das, was die anderen Schatten so halbherzig in ihrem Kodex beschwören, ist für ihn bittere Realität. Es ist, als habe er vor seiner Zeit bei den Schatten nicht einmal existiert. Sie haben ihm einen neuen Namen gegeben und sie haben ihn zu einem ihrer Eliten ausgebildet. Als Schatten ist er der Neutralität verpflichtet. Doch auf der Suche nach seinem wahren Selbst gerät Issa immer tiefer zwischen die Fronten der hohen Häuser. Verborgen hinter ihren Mauern drohen heimtückische Intrigen und grausames Blutvergießen, das instabile politische Gefüge der unterirdischen Höhlenstadt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Issa ahnt nicht, dass er selbst das zentrale Element dieser Verstrickung ist und das Schicksal tausender Dunkler in seinen Händen hält. Und es hört sich so geil an und die Cover sehen so geil aus. Es ist einfach schwarz, es ist dunkel, es sind wahrscheinlich Elfen und Schatten und... Ich liebe es. So, Scott Lynch.
Das ist der mit der Reihe Die Lügen des Loklamora, genau. Habe ich auch ganz oben auf der Want-to-Read-Liste. Bin ich aber auch noch nicht zugekommen. Aber ich glaube, das könnte richtig gut werden. Da schwärmt auch gerade die Ruth von zwischen 1000 Zeilen drüber. Ich glaube, irgendwann rafft's mich und ich kaufe mir mal so einen kompletten, riesiges Paket. Wenn das nicht alles nur so teuer wäre. So, dann habe ich hier ein paar Mangas. Die brauchen gerade eine Weile, um sich zeigen zu lassen. Genau. Die mich einfach so von der Handlung interessiert haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, um was es bei jedem geht. Ich habe es einfach mal mir jeweils den ersten Band draufgeschmissen. Grenelier, Ten Counts, Soulless, The Huntress, Devils and Realist. Rust Blaster ist der Einzelband, glaube ich, von Jana Toboso, die Black Butler geschrieben hat. Denn Your Name als Roman habe ich letztens aber mal in der Buchhandlung reingeguckt und hat mir vom Buchsatz, also wie es drin aussieht, fand ich es ein bisschen komisch, hat mich jetzt erstmal nicht so angesprochen. Dann haben wir The Case Study of Vanitas, Vampire Knight, ich suche ja immer noch was mit Vampiren, und vor kurzem erst Sacrifice to the King of Beasts. Das hat die Glacie von Glacie Naylor vorgestellt. Und das hat sich auch sehr interessant angehört. So, dann haben wir Marshall Ryan Maresca. Was ist das? Die Chroniken von Mara Dine. Das hört sich auch gut an. Das könnte auch so eine Diebesgeschichte sein. Brian McClellan. Das sind diese Powder Mage Chroniken. Da habe ich den ersten ja von. Und den zweiten habe ich eigentlich vor kurzem bei Lovely Books in einer Buchverlosung gewonnen. Er ist aber leider noch nicht bei mir angekommen. Und ich habe jetzt mal gefragt, was denn da los ist. Und sie wollen sich jetzt mal beim Verlag schlau machen. Ich hoffe, der kommt bei mir an. Dann kann ich nämlich anfangen, die Reihe zu lesen. So, dann haben wir Ed McDonald. Hat gerade nichts, weil ich das auf der Buchmesse gekauft habe. So, dann haben wir Tobias O. Meissner. Das sind diese 7 Heere-Reihe, die mich auch sehr anspricht. Die haben sie den Preis auch gesenkt. Was machen die zurzeit? Kann nicht stimmen. Ich habe nämlich schon mal preisgesenkte Bücher bestellt und dann wurden die storniert, weil das, glaube ich, nicht vorgesehen war, dass der Preis gesenkt wurde. Fand ich sehr schade. Darum bin ich da jetzt etwas skeptisch. Wo sind wir denn jetzt? Bei Regina Meissner. Was hat denn die geschrieben? Ach, Venturia. Habe ich mir das nicht auch auf der Buchmesse gekauft? Oh Gott. Jetzt fange ich an zu... Nee, das war was anderes. Das war das Blutgesangbuch. Nein, das habe ich noch nicht. So, dann haben wir Kerstin Merkel. Auf die Bücher bin ich gekommen, weil ich ja immer fleißig auch bei Steffi von Lady of the Books lese und die schwärmt von diesen Büchern und die sollen wohl auch ganz besonders sein und die sehen auch toll aus und weißt du was, ich glaube, ich mache mal, um meine Wunschliste so ein bisschen aufzuräumen, mache ich mal so eine Auslosung, was ich von euch gesehen als nächstes lesen soll und dann könnt ihr voten und dann werde ich mir das Buch kaufen und lesen. Vielleicht ist das eine Idee wert. Oder ich mache überhaupt ein Subvoting von den Büchern, die ich noch hier habe. Muss ich mal gucken. So, dann haben wir hier die Neuerscheinungsliste. Wir gucken mal kurz drauf, was im Juni so kommt. nicht viel. Ihr könnt gar nichts sehen. So. Dann haben wir hier Games drauf. Genau, die könnte ich euch ja auch mal kurz zeigen. Sind aber nicht viele. Ich warte immer noch auf das Remake von Final Fantasy VII. Ich warte. Dann haben wir Horizon Zero Dawn. Extrem preisgesenkt. Und dann haben wir hier noch Code Vein. Aber mehr ist hier jetzt momentan auch nicht drauf. Bin auch nicht sicher, ob ich die Spiele, die beiden hier unbedingt brauche. Die sind einfach nur drauf. Kostet ja nichts. So, dann haben wir T.S. Orgel. Ah, Leute. Ich habe den ersten Band letztes Jahr mir auf der Buchliste, auf der Buchmesse signieren lassen, obwohl ich ihn noch nicht mal gelesen habe.
Und jetzt haben wir ein Jahr vergangen und ich habe den immer noch nicht gelesen. Und ich kriege schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil was ist, wenn mir das Buch nicht gefällt und ich habe mir das signieren lassen? Das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das gefällt mir. So, dann haben wir hier Peter Aurelien. Was ist... das Gewölbe des Himmels. Habe ich den ersten Band auch schon bei mir. So, dann haben wir Joshua Palmatier. Den habe ich euch, glaube ich, vorgestellt. Genau, das ist diese Lay-Reihe. Dann haben wir Christopher Paolini. Ah ja, genau. Ich habe ja die Eragons für mich entdeckt. Die Eragons, als wäre das eine Familie. Ich muss mal kurz was trinken, weil ich bin die ganze Zeit nur am Quasseln. Ich werde jetzt übrigens nichts schneiden, weil das lohnt sich nicht. Ich werde jetzt einfach so, wie ich gerade Lust habe, frei wegreden. So, den ersten Band habe ich bei mir. Wollte ich eigentlich lesen, habe ich noch nicht gemacht. Ich bin untröstlich. Dann haben wir Susanne Pavlovich. Die hat mehrere Reihen, Feuerjäger und hier noch so ein paar ganz dünne Bücher. Da habe ich den ersten auch bei mir. Das heißt, das Lied des Spielmanns oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Ist ein ganz dünnes Buch, warum ich das noch nicht gelesen habe. So, dann haben wir Alexei Payoff. Da haben wir hier die Chroniken der Seelenfänger. Dann haben wir hier so ein Zwischenband. Dann haben wir Novellen. Und dann geht es mit den Seelenfängern weiter. Und ich habe mir vor kurzem Tag der Geister in der Buchhandlung gekauft. Weil ich wieder nicht widerstehen konnte. Ich müsste eigentlich von ihm mal alles weglesen. Also die stehen auch ganz weit oben auf der Liste. So, dann haben wir Michael Peinkofer. Da fehlt mir noch der letzte Band von den Splitterwelten. Den ersten habe ich geliebt, den zweiten fand ich okay und den dritten weiß ich noch nicht. Wie gesagt, müsste ich mir eigentlich mal zulegen. Und dann haben wir hier die Legenden von Astrae 2 und 3, weil der erste auch schon bei mir rumsteht. Habe ich mir auch signiert auf der Buchmesse gekauft. Dann haben wir Bernd Perplies, das ist glaube ich mit den Drachen. Genau, der hat Drachenbücher hier. Imperium der Drachen und Drachenjäger. Die Reise ins Wolkenmeer, genau. Dann, wo sind wir denn jetzt? Hier, Alice Peters. Wer ist denn das? Ach, das ist was Historisches, genau. Das ist The Heaven Tree. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe es mir einfach mal draufgeschmissen, weil es sich ganz gut angehört hat. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. J.H. Prassel. Genau. Das sind Bücher, die sind haben ganz komische Titel irgendwie. Also hier Thorgandia Aufbruch, Telos Malagin Prüfung und sowas. Da können wir ja mal genauer reingucken. Chroniken von Chaos und Ordnung hören sich nämlich auch total geil an. So, wo haben wir jetzt hier? Ich glaube, das hier ist jetzt das, was wichtig ist. Thorgandir, Waldläufer und Krieger, verliert während der Sklavenaufstände im Einsatz für den Senatsvorsitzenden Antonius Virgil Testaceus alles, was je Bedeutung für ihn hatte. Trotzdem lässt er sich dazu hinreißen, für seinen machthungrigen Mäzen Valians Zepter zu finden, das Gerüchten zufolge von einem mächtigen Feind des Imperiums entwendet wurde. Begleitet von der Söldnerin Cara Viola Lucullus, dem Kriegspriester Telos Malakin und dem Barbaren Bark Barrowson macht er sich auf die gefährliche Reise durch die aschranische Wüste. Geile Namen hier drin. Doch Thorn kann sich nicht sicher sein, wer Freund oder Feind ist und welche Rolle er selbst dabei spielt, denn das Chaos ist gerade erst dabei, aus dem Verborgenen ans Licht zu treten. Ja, also... finde ich, hört sich ganz besonders an. Und ich sehe gerade Band 1 von 5. Wo ist Band 5? Habe ich hier 5 Bücher drauf? Nein, ich habe nur 4 Bücher hier drauf. Wo ist Band 5? Oh. Was? 22 Euro für ein Taschenbuch? Seid ihr noch ganz bei Trost? Egal, ich lege es mir trotzdem mal auf die Wunschliste. Wie heißt der Autor? Hier, Brasel, J.H. So, haben wir das auch erledigt?
So, dann haben wir J.D. Reinhardt. Crown of Three. Habe ich mir eigentlich schon gekauft. Warum ist das hier noch drauf? Können wir gleich mal löschen. Habe ich nämlich. So. Stephen M. Rother war der mit den Königschroniken. Genau. Ein Reif von Silber und Gold, ein Reif von Bronze und der erste hieß, glaube ich, ein Reif von Eisen. Und den habe ich bei mir und immer noch nicht angefangen. Schlimm, schlimm. So, Marie Ruth Koski. Da habe ich den ersten Band. Wann habe ich mir den mitgenommen? War der auch auf der Buchmesse? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls die Schatten von Valoria. Und das soll ja auch so toll sein. Und ich hoffe, dass das nicht ganz so jugendlich und liebesgeschichtlich wird, wie ich denke. Aber es hört sich trotzdem cool an. Habe ich euch ja schon gesagt. So, Anthony Ryan. Haben wir hier noch den zweiten Teil von Das Heer des Weißen Drachen, Draconis Memoria. Den ersten habe ich mir auf der Buchmesse gekauft. Und von der anderen Reihe habe ich das Lied des Blutes, habe ich nur den ersten Band, weil der zweite Band, nee, der hat mich enttäuscht. Und den dritten hatte ich leider auch schon gekauft, weil ich dachte, ja, die Reihe wird geil und ja, musste ich dann wieder weggeben. Ich hoffe, mit der zweiten Reihe wird es besser. Dann haben wir R.A. Salvatore. Achtung, Liste wird lang. So, das sind die ganzen Neuauflagen von den Büchern. Hier haben wir auch noch Lied von Uska. Dann haben wir hier Neuauflagen, 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 Neuauflagen. Und hier sind noch die alten Bände dazwischen, wie man erkennen kann. Weil die, glaube ich, noch nicht neu aufgelegt wurden. Ja, genau. Also wie gesagt, den ersten Band habe ich hier und immer noch nicht gelesen. Und die anderen, ja, sind, wie man sieht, auch schon vergriffen teilweise. Ich müsste mich damit mal beeilen. Ich möchte diese schönen Ausgaben gerne bei mir haben. Okay, wir nähern uns langsam dem Ende. Jeff Salyard kommt als nächstes. Der hat nämlich, ah ja, Tanz der Klingen hat der geschrieben. Da habe ich noch keins von gelesen. Obwohl mir. Nee, der hat auch kein anderes, glaube ich. Obwohl mir der Name so bekannt vorkommt. Ja, bei der Fülle kann man sich ja auch nicht alles merken. So, Brandon Sanderson natürlich. Hier ist die gesamte Sturmlichtchroniken noch drauf, bis auf den ersten Band. Der liegt ja auch bei mir im Karton. Dann habe ich hier Rhythmatist. Ja, und die anderen habe ich eigentlich schon bei mir. Hier ist noch der sechste Band von der Nebelgeborenen-Reihe. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, ein Buch von ihm zu lesen. Und ich habe mir das als Challenge für dieses Jahr vorgenommen. Ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich als High Fantasy Fan noch kein Buch von Brandon Sanderson gelesen habe. Es wird langsam mal Zeit, Leute. So kann ich mich nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen. So, dann haben wir hier V.E. Schwab. Da habe ich ja die Reihe gelesen, Die Farben der Magie. Fand ich sehr gut. Und hier haben wir die Monsters of Verity-Reihe. Das ist, glaube ich, eher so Richtung Jugendbuch. Obwohl hier jetzt steht Dark Urban Fantasy. Na, mal gucken. Und sie hat ja auch jetzt, wird noch eine andere Reihe von ihr übersetzt. Und zwar diese, ja, wie heißt denn das? Wishes oder so? Ich weiß es gerade nicht genau. Die kommt, glaube ich, im November raus. Und da freue ich mich auch schon drauf. So, wo sind wir jetzt? Bei Richard Schwarz. Auch so ein Kandidat, wo ich noch nichts von gelesen habe. Und das ist ja auch so ein High-Fantasy-King. Nämlich die Askir-Saga, die Götterkriege und die Lyta-Chronik. Habe ich alles noch nicht gelesen. Puh. Dann haben wir Neil Schusterman. Habe ich nur den ersten Band von vollendet und ich habe es noch nicht mehr geschafft, Zeiss zu lesen. Und eigentlich ist das hier ein ganz schönes Trauerspiel, weil ich euch immer sage, was ich noch nicht gelesen habe. Aber okay, es ist ja der Wunschzettel, nicht der Sub. Ach nee, Moment, Sub gibt es ja bei mir nicht mehr. Ist ja nur die Bücher, die darauf warten, von mir gelesen zu werden. So, dann haben wir John Scovron. Was hat der geschrieben? Ach ja, Empire of Storms. Das ist, glaube ich, auch so eine geile Liebesgeschichte. Da war ich mal drauf und dran, mir den ersten Band in der Buchhandlung zu kaufen. Hab dann aber gesehen, dass es da noch mehrere Bücher von geben wird und hab's erst mal liegen lassen.
damit ich nicht noch eine Reihe anfange. So, dann haben wir sonstige Bücher. Was haben wir bei sonstige Bücher drauf? Die Biene Maya und Bambi. Und hier haben wir Morte. Das ist so ein Fantasy-Thriller. Den können wir uns auch mal genauer angucken. Nämlich ist der ziemlich skurril. So, wo fangen wir denn da an? Boah, ich hasse so eine langen Klappentexte. Der Krieg ohne Namen hat begonnen und sein Ziel besteht darin, die Menschheit auszurotten. Also es geht, glaube ich, um Tiere. Eingefädelt wurde er von der Kolonie, einer Rasse intelligenter Ameisen, die über Jahrtausende hinweg heimlich eine Armee aufgebaut haben, um die menschlichen Zerstörer und Unterdrücker für immer von der Erde zu tilgen. Was ich verstehen kann. Unter den wachsamen Augen der Kolonie soll eine Utopie frei von Hang der Menschen zur Gewalt, Ausbeutung und religiösem Aberglauben entstehen. In einem letzten Schritt ihrer Kriegshandlung verwandelt die Kolonie die Tierwelt auf der Erde zu Höchstleistungen fähige Zweibeiner, die sich erheben und ihre Herren vernichten sollen. Und Morte, ein ehemaliger Hauskater, ist wohl dann hier unser Protagonist, wie man anhand des Covers auch erraten könnte. Ja, da weiß ich noch nicht, was ich von Hand halten soll. Es hört sich aber extrem spannend an. So, dann sind wir bei Sonstiges. Da ist jetzt nichts weiter drauf. Dann haben wir Brian Staveley, Thron der Götter. Habe ich den ersten Band auch bei mir. Verhält sich so ähnlich wie bei den anderen auch. So, dann haben wir Britta Strauss. Was hat die denn geschrieben? Ah ja, Indigo und Jade und Schnee und Orchideen. Ich glaube, das ist auch eher so Fantasy-Jugendbuch, könnte aber wieder Richtung Märchen gehen, weil die wirklich toll aussehen, die Cover. Und beim zweiten ist schon ein bisschen vergriffen. Ich muss mich mal darum kümmern, dass ich das bald lese. Michael J. Sullivan. Ah, genau. Das war der mit Rüria. Da habe ich den ersten Band auch bei mir. Habe ich mir auch mal auf der Buchmesse gekauft. Vielleicht letztes Jahr oder das Jahr davor. Und die Reihe soll ja auch so toll sein. Und dann haben wir hier noch die Rebellion. Nee, Zeit der Legenden. Zeit der Legenden heißt es. First Empire. Genau. So. Thomas Thiemeier. Ach, das ist die mit den... Der mit den Regen... Fressern, glaube ich. Die Chroniken der Weltensucher, genau. Den ersten Band habe ich auch bei mir und das ist, glaube ich, so eine Abenteuer-Jugendgeschichte. Zu der ich auch noch nicht gekommen bin. Bernhard Drechsel. Nebelgänger. Ah ja, Totenkaiser-Reihe. Da habe ich den ersten auch bei mir. Liegt auch in der Kiste. Und ich glaube, das ist auch so eine Assassinengeschichte, Attentätergeschichte, bin mir nicht ganz sicher. So, dann haben wir Joshua Tree. Pilgrim. Habe ich mir auch irgendwann mal auf die Liste geknallt, weil ich das mal irgendwo gesehen hatte. Ist aber, glaube ich, eher unbekannt. Dann haben wir Lucia Troisi. Das müsste die, genau, das ist die mit der Dominium-Reihe. Die ist auch noch nicht so lange drauf. Habe ich, glaube ich, auch mal in der Neuerscheinung vorgestellt. Dann haben wir Brent Weeks. Das von ihm habe ich ja die Schattenreihe geliebt. Oh mein Gott, die Schattenreihe ist richtig geil. Und ich habe den ersten und den zweiten Band von dieser Lichtsaga bei mir. Und eigentlich hieß es letztes Jahr, dass der sechste Teil erscheinen soll. Aber sie haben ihn nochmal verschoben und darum habe ich mir den Rest noch nicht gekauft. Weil ich ja nicht weiß, ob die Reihe mir wirklich gefällt, auch wenn ich davon ausgehe. Aber da freue ich mich mega drauf, wenn die endlich mal komplett ist. So, dann haben wir Jeff Wheeler. Ach, das ist Königsfall. Das habe ich euch erst vorgestellt, genau.
Dann haben wir Ted Williams. Ja. Ted Williams. Habe ich auch noch nichts von gelesen. Schlagt mich nicht. Ich habe von ihm die... Wie heißt denn die Reihe? Das Geheimnis der großen Schwerter. Genau. Und hier steht nämlich gewünscht 2, erhalten 1, was Käse ist. Denn die waren nämlich mal im Preis runtergesetzt. Was ja eigentlich bei Büchern nicht geht. Außer man verkauft sie als Secondhand, ne? Und die wurden mir dann nämlich storniert und darum stehen hier so komische Sachen. Ich wünsche mir nicht 2, ich wünsche mir nur ein Exemplar. Ja. Und darum habe ich bis jetzt nur den ersten Teil in der Kiste und die anderen habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt hier. Shadow March und ein Roman aus Osten Art, also ist ja glaube ich diese Vorgeschichte. Naja, ich komme schon noch dazu. Dann haben wir Maya Winter. Das ist diese Sternbrunnenreihe, da habe ich auch noch nichts von gelesen. Und last but not least, Pascal Vaucan. Die Geheimnisse von Arakur oder allgemein Arakur. Das hört sich auch richtig geil an. Da gucken wir jetzt auch nochmal rein. So. Erster Band der Bestseller-Saga in überarbeiteter Neuauflage. Ich habe zwar noch nie was von gehört, aber egal. Wie ist denn das geschrieben hier? Oh Gott, Moment. Hinunter in die Schluchten in den Tod. Gott, was ist das für eine komische Schreibung? Alle Blicke richten sich auf die umkämpfte und lebensfeindliche Schlucht, denn in ihrem Inneren wächst die Knolle, die das Leben der Reichen und Mächtigen verlängert und seit Jahrzehnten blutige Kriege zwischen den Herzogtümern des Landes entfacht. Während der König um Macht und Einfluss fürchtet, tritt ein neuer Feind auf den Plan und droht, das Reich zu stürzen. Doch das Land birgt ein Geheimnis und weckt ungeahnte Kräfte in Auserwählten. Elhan, der als Sklave in die Schlucht geworfen wurde, muss das Geheimnis ergründen und den Weg seines Schicksals gehen. So, Band 1, Band 2, Band 3, Band 4. Irgendwie sind hier noch 10.000 andere Bände, keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall cool an. Und ja, wir sind durch mit meiner Wunschliste. Fangen wir wieder ganz oben an. Und als kleiner Hinweis, ich habe diese Liste, den Link. Ich weiß nicht, ob es nur zu dieser allgemeinen Liste ist oder ob euch alles angezeigt wird. Aber in jedem meiner Videos steht unten in der Infobox dieser Link drinne. Das heißt, ihr müsstet eigentlich sehen können, was ich auf der Liste habe. Und ich habe alles öffentlich gestellt. Das heißt, ihr könnt da ruhig mal drin rumschnüffeln. Bis auf die Neuerscheinungen. Die habe ich auch öffentlich. Aber ja, die mache ich mal gleich privat. Liste verwalten. Die mache ich mal privat, damit ihr das nicht sehen könnt. So. Ja, das waren die Bücher von meiner Wunschliste. Ich hoffe, ich konnte euer Bedürfnis befriedigen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt's ruhig in die Kommentare. Ich werde alles Mögliche beantworten. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Video geworden ist, aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, was auch immer es werden wird. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und bis bald. Ciao, ciao, eure Julia.